willkommen zu meinem neuen Video und heute habe ich wieder ein Try-On-Haul für euch. Ich habe erstmal meine Studioleuchte gesucht und mein Stativ, weil ich so lange keine Videos mehr gedreht habe, wo ich einfach so sitze und rede. Ich habe die letzten Monate nur Vlogs hochgeladen und ich hoffe, es freut euch, dass ich mal wieder so ein anderes Video drehe und vor allem ein Haul zum Beispiel, weil ich shoppe echt nicht so viel, also nicht mehr so viel wie früher und deswegen lohnt es sich bei mir erst nach ein paar Monaten ein Haul zu drehen. Und ich habe diesmal auch ein bisschen was bei ASOS bestellt, also werde ich euch die Sachen halt auch mit ins Video tun. Und das werde ich euch dann alles auch angezogen einblenden und dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, welche Teile ihr schön findet und welche ihr findet, dass die nicht so schön sind. Das würde mich sehr interessieren. Und falls ihr euch jetzt gerade so fragt, dass hier irgendwas anders ist in meinem Gesicht. Ja, ich habe eine neue Brille. Also die mir auf Instagram folgen, ich blende meinen Namen hier ein. Die mir auf Instagram folgen, die haben das schon lange mitgekriegt. Ich habe die jetzt schon seit ein paar Wochen. Oder? Ich weiß gar nicht, so 2 Wochen circa. Und ja, das ist meine neue Brille. Also. Und zwar fange ich an mit einem kleinen Fehlkauf, weil eine Freundin und ich waren zusammen im Zentrum shoppen und wir waren, also es war ein Tag, bevor wir auf einen 18. Geburtstag eingeladen waren und wir wollten so was Spezielleres anziehen oder was Schickeres anziehen und dann haben wir uns beide dieses Shirt hier gekauft. Das ist von H&M und das ist so transparent, das ist wirklich transparent komplett. Und das werde ich euch auch nicht angezogen zeigen, weil Fehlkauf ist es halt, weil ich dachte, ich hätte eventuell was ich drunter ziehen könnte. Nur irgendwie ist mir aufgefallen, dass alles, was ich drunter ziehe, irgendwie entweder zu freizügig oder halt kacke aussieht. Ja, deswegen habe ich bisher nur das Shirt so erstmal behalten. Weiter machen wir mit einem Pulli, den ihr schon von mir kennt. Und zwar ist das der hier und den trage ich echt, seit ich den habe, echt eigentlich immer, wenn er aus der Wäsche kommt. Also eigentlich fast immer. Also ich liebe den einfach, weil ich liebe ja crop geschnittene Sachen und der ist auch einfach crop geschnitten. Der ist trotzdem nicht besonders kalt. Also ich finde, der ist halt trotzdem noch recht warm. Auch wenn er crop geschnitten ist. Und der ist von Pull & Bear. Ich weiß leider die Preise nicht mehr unbedingt. Also von dem weiß ich ihn auf jeden Fall nicht mehr. Aber ich mag den richtig gern. Es ist sogar mit meinem Lieblingspulli mittlerweile geworden. Und ihr kennt den wahrscheinlich eh schon von mir. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann müsstet ihr den eigentlich schon mal an mir gesehen haben. Ich habe mir zum ersten Mal was bei ASOS bestellt. Und ja, ich bin ein bisschen skeptisch, was sowas angeht, wenn man so im Internet bestellt, weil ich immer Angst habe, dass ich es nicht, dass es dann nicht passt und ich es irgendwie nicht hinkriege, das zurückzuschicken oder zu dumm dafür bin. Aber viele meinten, dass es einfach ist, die Sachen wieder zurückzuschicken, wenn sie nicht passen. Also habe ich mir dort was bestellt. Erstmal fange ich an mit diesem T-Shirt, das habe ich mir bestellt. Das ist jetzt in Größe S, ist trotzdem recht groß. Und ich stecke es eigentlich immer in meine Hose rein. Also ich zeige es euch ja gerade auch angezogen. Dann könnt ihr das sehen, wie ich das meine. Also wenn es jetzt mit dieser schwarzen Hose kombiniert ist, ich hatte es auch heute schon in der Schule an, dann finde ich es eigentlich richtig cool. Also ich mag es richtig gern. Ich hätte es aber eigentlich auch noch eine Nummer kleiner nehmen können, weil dann wäre es vielleicht ein bisschen kürzer gewesen. Und ja, das ist von Nike. Ich weiß nicht genau, wie teuer das war, aber ich glaube so um die 20 Euro. Und dann habe ich mir eine Jogginghose bestellt, die ich schon richtig lange haben wollte, nach der ich schon richtig lange gesucht habe. Also es gibt unterschiedliche Art oder beziehungsweise unterschiedliche von diesen Adidas Jogginghosen. Manche haben Reißverschlüsse an den Taschen, manche halt nicht. Manche sind aus so einem komischen Stoff, manche sind aus so richtigen Jogginghosenstoff. Und ich habe mir die einfach bestellt, weil die sah eigentlich ganz cool aus und ich wollte halt schon länger eine. Und ich dachte mir so, wenn die nicht passt, schicke ich die halt einfach zurück. Soweit ich weiß, oder soweit ich mich erinnern kann, hat die 64 Euro gekostet und ich habe sie jetzt in Größe 34 bestellt. Also es ist einfach eine schwarze Adidas Jogginghose. Und ich hatte sie auch schon an und ich denke, also ich muss sie vielleicht nochmal anziehen und mal gucken, genauer gucken, wie sie so fällt und wie sie sitzt. Aber ich denke, ich werde sie schon behalten und das finde ich richtig cool, dass ich mir die jetzt so bestellt habe und sie direkt passt. Außerdem habe ich mir diesen Trainingsanzug bestellt, den habe ich noch nicht ausgepackt, deswegen werde ich das jetzt mal eben machen. Also das ist halt ein Zweiteiler. Ich glaube, das hat um die 44 oder 45 Euro gekostet. Ich hoffe, der passt und ich hoffe, das ist nicht so, also es ist halt ein recht dünner Stoff, merke ich gerade. Ich muss den mal anziehen, dann blende ich euch den auch ein und ja, deswegen kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, ob ich den zurückschicke oder nicht, weil ich muss jetzt mal schauen, wie der so sitzt. Also die Hose habe ich jetzt in Größe 36 genommen. Ich hoffe, dass sie obenrum nicht zu locker sein wird, ansonsten hat man hier auch so, noch so Bänder. Und ich hoffe, dass sie nicht zu lang sein wird und ich hoffe einfach, dass sie nicht so komisch aussieht. Und dazu hat man halt dann dieses Oberteil, das ist so ein Sweatshirt, halt ohne Kapuze, aber crop geschnitten, also so ein crop Pullover. Und das ist halt langärmlich und ich finde eigentlich ganz cool, dass man so als Zweiteile anziehen kann oder man kann sie auch einzeln anziehen, also den Pullover mit einer Jeans oder die Jogginghose mit einem anderen Oberteil, das geht ja eigentlich auch klar. Außerdem habe ich mir bei ASOS noch eine Mütze bestellt, weil ich wollte eine coole Mütze haben für den Winter. Auch wenn ich jetzt nicht so der Mützenträger bin und ich auch keinen weiten Schulweg habe. Aber ich dachte, das wäre ganz cool und ich
weiß echt nicht, ob ich die behalten soll, weil ich bin mir noch so unschlüssig. Ich trage halt nie Mützen, deswegen glaube ich halt nicht, dass die mir so unbedingt stehen. Also das ist jetzt die Mütze. Ich weiß nicht, ob ich sie behalten soll, weil ich finde es so an mir selber voll ungewohnt, so eine Mütze. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Also bei der bin ich mir noch unschlüssig, ob ich die behalte oder nicht, aber ich denke schon, dass ich sie behalten werde, weil ist ja auch unnötig, nur eine Mütze dann einzeln zurückzuschicken. Außerdem habe ich mir auch eine neue Winterjacke gekauft. Die ist jetzt von Bershka und ich weiß auch nicht mehr, wie teuer die war. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich denke so um die 30, 40 Euro. Ich kann mir sie teurer nicht so unbedingt vorstellen, aber dies ist die. Ich blende sie euch eh ein. Eine schwarze, schlichte Winterjacke. Ich wollte einfach mal ganz schwarz haben und ich wollte auch eine haben, die kurz geschnitten ist, also die jetzt nicht so wie so ein Mantel fällt, sondern eher so eine kurze, aber die ist richtig warm. Also ich bin richtig zufrieden mit der. Ich bin richtig froh, dass ich mir die gekauft habe, weil die ist echt warm. Und deswegen ja, bin ich ganz froh, dass ich die habe. Und dann habe ich noch einen Teil, nachdem ich auch richtig viele gefragt haben, nachdem ich es mal in meiner Insta-Story anhatte. Ich hatte es jetzt auch schon gestern und heute auch in der Schule an. Und ich habe echt Komplimente bekommen dafür. Also ja, vielen Dank an euch, die mir Komplimente gemacht haben. Auf jeden Fall ist es dieser Cardigan. Also man kann ihn jetzt vielleicht nicht ganz so gut zeigen, aber das ist einfach so ein Cardigan, so ein Strick-Cardigan. Und der ist von Pull & Bear, weil das so viele wissen wollten. So viele haben mich auf Instagram direkt angeschrieben, woher ich den habe. Der hat, glaube ich, um die 30 Euro gekostet. Meine Mutter hat ihn mir geschenkt, weil ich bin immer zu geizig, was sowas angeht. Also ich kaufe mir nie so Cardigans oder so, weil ich immer so denke, ich ziehe die sowieso nicht an und 30 Euro finde ich voll teuer für so einen Strick-Cardigan irgendwie. Keine Ahnung, ich bin da irgendwie ein bisschen geiziger. Für sowas Geld auszugeben, weil mich so viele gefragt haben, dachte ich, nehme ich den mit ins Video, weil ich habe den auch erst seit einer Woche ungefähr. Okay Leute, das war's mit dem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was euch oder welches Kleidungsstück euch am besten gefallen hat. Und dann könnt ihr mir gerne auch einen Daumen nach oben geben und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne tun. Es kommen regelmäßig neue Videos von mir. Vergesst mir nicht auf Instagram zu folgen, denn wie ich schon in einem meiner letzten Vlogs angekündigt habe, mache ich dort im Dezember eine recht große Verlosung im Wert von 150 Euro. Und falls ihr daran teilnehmen wollt, dann müsst ihr mir da auf Instagram folgen. Ich werde dazu auch noch in einem anderen Video mal genauer was sagen und auch auf meinem Instagram dann Bescheid geben, wann diese Verlosung startet und so weiter. Das wird auch erst alles im Dezember stattfinden, so zur Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr freut euch und ich freue mich auf jeden Fall. Das war's dann jetzt mit dem Video von mir und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!